Ich begrüße Sie zur Workshop-Sequenz Aktuelles aus der Stiftung Patientensicherheit Schweiz. Ich werde Ihnen das nationale Pilotprogramm Progress ComCheck Sichere Chirurgie vorstellen. ComCheck steht für Compliance mit der chirurgischen Checkliste und Progress ist das Kennwort für nationales Pilotprogramm. Im Projektteam der Stiftung sind wir zu dritt. Mein Name ist Anita Imhoff und ich bin die Programmleiterin. Mit im Team ist Dr. Annemarie Friedrich und Charlotte Vogel. Die Ziele des Programms sind: Die Patientensicherheit der Chirurgie ist gewährleistet. Keine Patientin und kein Patient kommt zu einem vermeidbaren Schaden. Konkret bedeutet das, dass die chirurgische Checkliste konsequent und korrekt angewendet wird. Das heißt, bei jedem Eingriff rund um die Uhr und immer mit der notwendigen Aufmerksamkeit. Im Programm sollen Unklarheiten und Fehler im Checklistenprozess aufgedeckt und verbessert werden. Lernen soll stattfinden, und zwar durch Selbstevaluation und Feedback. Wie wollen wir diese Ziele erreichen? Im Programm wird ein Monitoring-System zur Messung und Verbesserung der Compliance mit der chirurgischen Checkliste eingeführt. Das heißt, die Compliance wird gemessen, Beobachtungen werden im Operationssaal durchgeführt und dem beteiligten Operationsteam wird unmittelbar danach ein kollegiales und lernförderliches Feedback gegeben. Bedingung für die Teilnahme am Programm ist, dass die chirurgische Checkliste in den Pilotbetrieben bereits eingeführt ist und dass Sie Erfahrungen mit der Checkliste gemacht haben und dass Sie ein interprofessionelles Projektteam zusammenstellen können aus Führungspersonen aus der Chirurgie, Anästhesie und Pflege. Dieses Projektteam ist dann auch verantwortlich, um die Beobachtungen und Feedbacks durchzuführen. Das Programm startete im Oktober 2018 und besteht aus 6 Phasen. Die ersten 3 Phasen dienten der Konzipierung des Programms. Wir haben eine Ist-Erhebung durchgeführt und das Monitoring- und Ausbildungskonzept erstellt. In diese 3 Phasen gehört die Akquirierung der Pilotbetriebe. Wir haben eine Broschüre entwickelt und das Programm national ausgeschrieben. Die Phase 4 und 5 betrifft die Umsetzung der Maßnahmen in den Pilotbetrieben und begann mit der Kickoff-Veranstaltung im Januar 2020. Die Umsetzung der Maßnahmen mussten aufgrund des Lockdowns der Coronavirus-Pandemie im März pausiert werden, denn es gab schweizweit ein Verbot, elektive Eingriffe durchzuführen. Es gab das Versammlungsverbot und das Besuchsverbot. Sämtliche Maßnahmen wurden ab Juli neu geplant. Die Schulung in Beobachtung und Feedback konnten wir vom August bis Oktober umsetzen und dann mit der Datenerfassungsphase beginnen. In einzelnen Kantonen kam es bei der zweiten Welle erneut zu Einschränkungen im Operationsbetrieb. Deshalb mussten wir die Datenerfassungsphase von 3 Monaten auf 5 verlängern. Überführung in die Routine bedeutet, dass sämtliche Materialien aufbereitet werden und veröffentlicht werden, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. In diese Phase fällt auch noch der Erfahrungsaustausch mit den Pilotbetrieben. Am Pilotprogramm beteiligt sind 17 Spitäler mit 20 Standorten und man sieht hier die Verteilung über die 3 Sprachregionen in der Schweiz. Und man sieht auch, dass es eine sehr heterogene Gruppe ist bezüglich Betriebstyp und auch bezüglich Spezialisierung. Also wir haben vom Universitätsspital bis zur ambulant-chirurgischen Klinik Pilotbetriebe dabei und auch mit unterschiedlichen Spezialisierungen wie Kinderspital, Augenspital oder Wirbelsäulenchirurgie. Leider sind im Verlauf des Jahres 5 Pilotbetriebe aus dem Programm ausgestiegen. Wenn man die Compliance messen will, muss man wissen, was man messen will und wie es optimal sein sollte. Grundlagen des Programms ist die Checkliste Sichere Chirurgie. Für eine hundertprozentige oder gute Compliance gehen wir davon aus, dass 3 Checklistenteile angewendet werden, das Sign-in, das Team-Timeout und das Sign-out.
dass diese Prozesse zum richtigen Zeitpunkt initiiert werden, dass alle anwesend sind, dass alle Items bearbeitet werden und dass der Prozess gut geleitet wird. Die Rolle des Checklistenkoordinators ist in der Schriftenreihe 5 Operation Sichere Chirurgie von Patientensicherheit Schweiz beschrieben. Ebenfalls Grundlage des Programms ist die chirurgische Checkliste der WHO und die Richtlinien im Implementation Guide. Wir beziehen uns insbesondere auf die Unterscheidung in die zwei Arten von Checklisten-Items, in die Process-Checks, wo es darum geht, Informationen auszutauschen und zu überprüfen, und in die Conversation Prompts, wo es darum geht, Informationen auszutauschen und zu schauen, dass das Ganze in der professionelle Operationsteam das gleiche mentale Modell hat von der bevorstehenden Operation. In einem ersten Schritt haben wir die Pilotbetriebe darum gebeten, uns ihre aktuell verwendeten Checklisten und die dazugehörigen Richtlinien einzusenden. Diese haben wir verglichen mit den Vorgaben im Programm. In die Analyse eingeflossen sind 24 Checklisten und man sieht, dass gewisse Pilotbetriebe mehr als eine Checkliste haben, also je nach Art der Anästhesie oder je nach chirurgische Disziplin arbeiten sie mit unterschiedlichen Checklisten. Die ersten beiden Spalten, da sehen Sie den Vergleich anhand der Anzahl Items pro Checklistenteil, die Vorgaben von der Stiftung Patientensicherheit Schweiz und der WHO und die Anzahl Items der Checklisten der Pilotbetriebe. Es gibt also Checklisten, die keinen Teil Team Timeout oder Sign-out haben. Hier liegt der Range beim Team Timeout von 0 bis 21 Items und beim Sign-out von 0 bis 13 Items. Inhaltlich haben wir geschaut, welche Items identisch sind über alle Checklisten hinweg. Das ist beim Sign-in die Identität und die Allergien, beim Team-Timeout die Identität und die Eingriffsart und beim Sign-out die Hauptaspekte der postoperativen Behandlung. Bei den Richtlinien haben wir geschaut, ob definiert wird, wann der Checklistenprozess initiiert werden muss und wer ihn leitet. Der Zeitpunkt ist in den meisten Checklisten definiert. Bei 3 von 24 Checklisten fehlen die Angaben beim Sign-in und beim Team-Timeout und in 5 beim Sign-out. Seltener definiert ist jedoch, wer den Checklistenprozess leitet. Diese Angabe fehlt in 8 Checklisten vom Sign-in, 9 beim Team-Timeout und 11 beim Sign-out. Auf dieser Folie sehen Sie, wie wir Compliance im Programm definiert haben und welche Vorgaben wir zur Datenerhebung gemacht haben. Die Häufigkeit der Compliance besagt, ob bei jedem Eingriff das Sign-in, das Team-Timeout und das Sign-out durchgeführt wurde oder nicht. Das wird gemessen anhand der Dokumentation. Und die Pilotbetriebe hatten die Auflage, mindestens 200 aufeinanderfolgende Operationen zu erfassen. Größere Institutionen während mindestens einem Monat, damit auch die Operationen in der Nacht und am Wochenende mit erfasst wurden. Die Vollständigkeit, ob alle Checklisten-Items bearbeitet werden und die Qualität der Durchführung, wird durch die Beobachtung erfasst und wir haben die Auflage gemacht, dass mindestens 30 Beobachtungen mit anschließendem Feedback pro Betrieb gemacht werden müssen. Das sind gleich verteilt je 10 pro Checklistenteil. Beim Beobachtungsinstrument haben wir zuerst bestehende Instrumente geprüft, wie WHO-Bars oder das Checklist Usability Tool, uns dann aber entschieden, ein eigenes Beobachtungsinstrument zu entwickeln, weil es uns wichtig war, die Auswertung auf Item-Ebene zu machen und den Bearbeitungsprozess abzubilden. Unser Beobachtungsinstrument besteht aus folgenden Teilen. Zuerst werden die Kennzahlen erfasst zu Wochentag, Uhrzeit, chirurgische Disziplin. Dann wird der Initiierungsprozess beurteilt, ob alle anwesend sind und ihre Arbeit pausieren. Dann wird beurteilt, wie die Items bearbeitet werden, das heißt, werden sie verbal aufgerufen.
Wie ausführlich werden sie vom Operationsteam beantwortet? Werden Kontrollen durchgeführt, dort wo notwendig, also eben bei der Patientenidentität oder beim Eingriffsort und der Markierung? Und dann interessierte es uns, ob während der Bearbeitung der Checklisten Unstimmigkeiten entdeckt wurden, die rechtzeitig korrigiert werden konnten. Schließlich gaben die BeobachterInnen eine Gesamtbewertung zu 5 Kriterien ab, wie war der Lead, das Teamengagement, die Stimmung, der Rhythmus oder die Verständlichkeit. Dann wurde das Feedback gegeben und abschließend noch die Daten zum Feedback erfasst, wie Inhalt des Feedbacks, Dauer des Feedbacks, die Reaktion des Operationsteams auf das Feedback. Es war uns wichtig, dass das Beobachtungsinstrument einfach zu handhaben ist. Deshalb haben wir ein Instrument für die elektronische Datenerfassung entwickelt anhand der Google Forms. Jedes Spital hatte seine eigenen 4 Google Forms und konnte die Daten eingeben anhand des Links oder über QR-Code beim Handy oder auf Tablet. Es war auch möglich, die Formulare auszudrucken, auf Papier zu erfassen und dann am Computer einzugeben. Das Konzept fürs Feedback beruht auf der Theorie wie Clinical Performance Feedback Intervention Theory, dem Debriefing with Good Judgment oder der Three-Part-Question-Technik der WHO. Uns war es wichtig, dass das Feedback unmittelbar nach der Beobachtung gegeben wird, damit der Situationsbezug vorhanden ist, dass das Feedback an das ganze beteiligte Operationsteam gegeben wird, dass das Feedback nicht länger als 3 Minuten dauert, damit der Operationsablauf nicht zu arg aufgehalten wird. Damit das möglich ist in dieser Kürze, soll nur ein Thema herausgegriffen werden. Wichtig ist auch, dass das Einverständnis für das Feedback eingeholt wird. Und dann musste man das Feedback nach der 3-Schritte-Methode formulieren. Das heißt zuerst, was habe ich gesehen, welche Beobachtung habe ich gemacht. Meine Meinung dazu, ein Statement oder eine Wissensvermittlung, wie sollte es sein? Und schließlich die Frage, wie seht ihr das im Operationsteam? Als Hilfestellung haben wir eine faltbare Pocketcard entwickelt. Da sieht man einerseits den Ablauf von der Beobachtung und dem Feedback geben. Es hat Formulierungshilfen und auf der Innenseite gibt es Anleitungen, wie die Beobachtung im Instrument erfasst wird. Von November bis März ist die Datenerfassungsphase gelaufen. 12 Spitäler mit 15 Standorten haben insgesamt 8753 Daten zur Häufigkeit der Compliance erfasst und 752 Daten zur Beobachtung und zum Feedback geben. Aktuell werden die Daten aufbereitet und ausgewertet. Folgende Fragestellungen möchten wir beantworten können. Also wie ist die Compliance mit der chirurgischen Checkliste in der Schweiz? Was läuft im Checklistenprozess gut? Was muss verbessert werden? Wie viele Unstimmigkeiten konnten dank der Checklistenanwendung rechtzeitig erkannt und behoben werden und bei welchen Items? Wie viele Feedbacks konnten unmittelbar nach der Beobachtung gegeben werden? Und wie hat das Operationsteam auf das Feedback reagiert? Wichtig ist, es gibt kein Benchmarking zwischen den Spitälern. Ziel des Programms ist es, lernen zu können und mehr Sicherheit durch Selbstevaluation und Feedback gewinnen zu können. Als Ausblick, es wird eine Datenauswertung pro Pilotbetrieb geben und die Daten werden aber auch aggregiert und anonymisiert ausgewertet und dann publiziert. Im Juni findet der Online-Erfahrungsaustausch statt mit den interprofessionellen Projektteams aller Pilotbetriebe. Dann können wir noch einen Schulungsfilm in den 3 Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch erstellen. Wichtig ist uns dort, dass mit unserer Checkliste gearbeitet wird, die Checkliste sichere Chirurgie, und dass man das Beobachtungsinstrument und die Feedback-Methode zeigt. Dann werden sämtliche Materialien und Grundlagen aufbereitet und der Öffentlichkeit verfügbar gemacht, einerseits über die Webseite von Patientensicherheit Schweiz, aber auch über unsere Partnerorganisationen. Und schließlich werden die Erkenntnisse publiziert.
und an Kongressen vorgestellt. Dies ist die Literatur, die in diesem Vortrag verwendet wurde. Und dann bleibt mir zum Schluss Ihnen noch zu danken für Ihre Aufmerksamkeit.